Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die Rocket Factory Augsburg. Viel Spaß! Ich zeige dir heute die Highlights der ersten Senkrechtstarter-Dienstreise bei der Rocket Factory Augsburg. Wir fragen einen der Gründer, der vorher bei Rocket Lab war, wie die Rocket Factory Augsburg zu einem deutschen SpaceX werden möchte. Du warst mal bei Rocket Lab, ne? Genau, tatsächlich. Ja. Ich war dort der Qualification Manager und das war eine wirklich tolle Sache. Ich kannte das Team auch schon vorher. Ich war lange Zeit in Australien und dort haben wir an Scramjets gearbeitet. Also das sind quasi luftatmende Raketentriebwerke und das war natürlich schon eine mega coole Zeit, um das sagen zu können. Und da gibt es natürlich viele Leute, die von dort aus zu Rocket Lab gekommen sind. Außerdem gehen wir durch die Hallen der Rocket Factory Augsburg und schauen uns Triebwerke, Raketenstufen und Fertigungsverfahren an. Das ist unser Baby. Daran arbeiten wir gerade. Wir sind gerade mitten in einer Testkampagne, die seit Februar läuft in Schweden. Und da testen wir kaskadenartig Komponente über Komponente bis zum schlussendlichen Systemtest in den kommenden Wochen und Monaten. Das ist austenitischer Stahl, das heißt, das ist Stahl, das bei tiefkalten Temperaturen, die auch bei uns vorherrschen mit flüssigem Sauerstoff, das wird sehr fest. Ja, ich hatte die Ehre, bei der offiziellen Fabrikeröffnung der Rocket Factory Augsburg dabei zu sein. Die Rocket Factory Augsburg wurde im Sommer 2018 gegründet und hat sich vorgenommen, den Markt für kommerzielle Satellitenstarts gehörig durcheinander zu wirbeln. What is your job here? I'm part of the launch team. So I'm the mechanical designer, 3D designer of everything that has to do with the launch. So we get the thing off the ground. Cool. Yep. Mit einer gesunden Mischung aus sehr erfahrenen Raketenentwicklern, die unter anderem bei Rocket Lab und für das Ariane-Programm gearbeitet haben, aber auch ganz jungen Leuten und Studenten, könnte die Rocket Factory Augsburg die erste deutsche Orbitalrakete bauen. Hi, my name is Karina and I work in Systems Engineering in the propulsion team. Cool. Supporting the tests in Sweden as well. Aktuell kämpfen mit High Impulse, ESA Aerospace und Rocket Factory Augsburg drei deutsche Raketen-Startups um die 22 Millionen Euro Preisgeld des DLR Microlauncher-Wettbewerbs. Wobei für alle vermutlich das viel wichtigere Ziel das Erreichen eines Erdorbits ist. Nach meinem Microlauncher-Video hat mich Ibrahim von der Rocket Factory Augsburg angeschrieben und gesagt, ey Mo, du machst coole Videos, hast du Bock, in Augsburg vorbeizukommen? Natürlich hatte ich Bock. Das habe ich mir also nicht zweimal sagen lassen. Ich habe die Sicherheit der Senkrechtstarter-Couch verlassen, um dir zu zeigen, wie die Augsburger Raketen bauen wollen. Hi Mo, super. Danke, dass du hier gekommen bist und ich hoffe, du hast schon ein paar coole Sachen gesehen. Definitiv. Also das, ich fühle mich hier wie so im Spielzeugladen und total cool, dass ich Backstage sein konnte bei eurem Event gestern. Und gleich vorweg, nein, ich habe bei dem Interview nicht mit irgendwelchen Instagram-Filtern gespielt, um einen Oscar für Sin City Augsburg zu bekommen. Wenn du wissen magst, warum das Interview in schwarz-weiß ist, verrate ich dir das am Ende des Videos. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik verpassen möchtest, abonniere doch gerne meinen Channel, denn gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Wenn dir gefällt, was ich hier mache und du mehr solcher Besuche sehen würdest, dann freue ich mich riesig, wenn du dem Kanal eine Patreon-Mitgliedschaft dalässt. Denn alle Kosten für den Kanal und solche Dienstreisen, die trage ich selber. Das mit dem Video liken ist auch kein Battle nach Bestätigung. Das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, wie meine Videos mehr Reichweite erzeugen können. Nur wenn du YouTube zeigst, dass dir meine Videos gefallen, schlägt der Algorithmus meine Videos dann anderen Leuten vor. Das gilt auch für alle anderen Videos, die du auf YouTube schaust. Wenn du mehr guten Content sehen möchtest, hilfst du den Machern wie Chris von Video Space News, Silvan von Mars Chroniken, Andreas von Digis Kosmos, Toni von Mondgeflüster und Benny von Space Law und all den vielen anderen Kreatoren da draußen, ihre Videos zu machen. Deutsche kritisieren angeblich lieber als zu loben. Ja, mach du doch den Unterschied. Aber zu der heutigen Folge. Stell dir vor, es ist 2002 und du könntest mit dabei sein, wie entgegen aller Kritiker ein junges Team die Raumfahrtbranche herausfordern und Raketen für Flüge in den Orbit bauen möchte. Alle sagen dir, ja, das bringt doch nichts. Gegen Boeing, Lockheed und die anderen Großen haben die doch nie eine Chance. Ja, scheiß mal auf die Kritiker. Heute ist SpaceX mit Abstand der krasseste Raumfahrtanbieter der Welt. Was würde ich heute dafür geben, damals in den Gründungsjahren, ja, durch die SpaceX-Fabrik zu laufen. Und stell dir vor, ich hatte die Ehre, bei der Fabrikeröffnung der Rocket Factory live vor Ort zu sein. Und während mein Kindheitsidol Ulrich Walter, der Astronaut, und ESA-Chef Josef Aschenbacher nur remote zugeschaltet waren,
stand ich direkt in der Fabrik und konnte den Jungs beim Schweißen zusehen. In Deutschland geht es also richtig los mit New Space, also dem neuen Zeitalter mit agilen privatwirtschaftlichen Unternehmen, die in den Weltraum aufbrechen wollen. Und eins vorweg, das, was ich in Augsburg gesehen und gehört habe, das macht mich bei aller anfänglicher Skepsis sehr, sehr zuversichtlich. Die Mädels und Jungs da unten wissen, was sie tun. Ein Großteil der Mitarbeiter hat schon in Raumfahrtprojekten gearbeitet oder war, wie der Gründer Stefan Brieschenk, der vorher bei Rocket Lab war, bereits an der Entwicklung von erfolgreichen Orbitalraketen beteiligt. Also wir sind sehr stolz auf das Team, gerade eben, weil wir nicht nur Studenten sind und nicht nur Anfänger, sondern auch viele dabei haben, die eben viel Erfahrung mitbringen. Und wir meinen hier keine kleine Rakete wie die Rocket 3 von Astra oder die Electron von Rocket Lab. Die RFA-1 ist schon in ihrer ersten Ausbaustufe mit 30 Meter Höhe, 2 Meter Breite und 60 Tonnen Startgewicht die deutlich größere Rakete. Zum Vergleich, die Electron von Rocket Lab ist mit 17 Meter Höhe, 1,2 Meter Breite und 13 Tonnen Startgewicht nur etwa halb so groß wie die RFA-1. Wir wollen tatsächlich wöchentlich starten. Wir denken, dass diese 1-Tonnen-Klasse an Payload-Capacity im Endeffekt perfekt passt. Es gibt größere Raketen, klar, aber im Endeffekt muss man auch zugeben, viele Kunden fliegen momentan mit großen Raketen nur aus einem einzigen Gesichtspunkt und das ist der günstige Preis, den Elon Musk im Endeffekt anbietet. Wenn man die Kunden fragt, dann würden sehr viele zugeben, dass es eigentlich viel geiler wäre, wenn sie einen eigenen Launcher hätten, der genau in den Orbit fliegt, zu dem Zeitpunkt, in dem sie wirklich fliegen wollen. Und für alle SpaceX-Fanboys, ja, auch die Rocket Factory bekommt natürlich mit, was in Boca Chica, Texas gerade so los ist. Das, was die im Prinzip da in Boca Chica jetzt machen wollen, wäre ja dann volle Wiederverwendbarkeit und aktuell Elon-Time oder Elon-Ansage wäre, dass sie den dieses Jahr noch in den Orbit schaffen. Würdest du dich dazu äußern, von wegen, ob das realistisch ist? Das ist natürlich immer die optimistischste Zeitplanung. Mhm. Ist sehr beeindruckend. Was da passiert, ist sehr beeindruckend. Wenn es nicht dieses Jahr ist, dann ist es nächstes Jahr. Wenn wir beim Thema SpaceX sind, da gibt es definitiv Ähnlichkeiten. Wie wir das vom Starship kennen, ist auch die RFA-1 zum großen Teil aus Edelstahl. Und das ist austenitischer Stahl, das heißt, das ist Stahl, das bei tiefkalten Temperaturen, die auch bei uns vorherrschen mit flüssigem Sauerstoff, das wird sehr fest. Die Zugfestigkeit nimmt enorm zu bei tiefkalten Temperaturen. Das heißt im Endeffekt, ich kann sehr dünn werden. Und dann gleicht sich das schon mit dem Gewicht zwischen einem dicken Carbontank und einem dünnen Stahltank, gleicht sich das einigermaßen aus. Und wenn man dann den Kostenpunkt mit reinnimmt, dann macht eigentlich nur Stahl Sinn. Bei den Triebwerken gab es für mich eine Überraschung, denn statt da auf einen offenen Gasgeneratorzyklus zu setzen, wie das zum Beispiel SpaceX bei der Falcon 9 mit dem Merlin tut, hat sich die Rocket Factory Augsburg direkt einen gestuften Kerosin-Sauerstoff-Zyklus vorgenommen. Was für Vorteile bringt denn dieser Verbrennungszyklus direkt für euch? Das sind im Endeffekt, wenn man es ganz klar ausdrücken will, 30% mehr Payload zum Schluss. Krass. Also ich kann quasi 30% günstiger sein oder ich bekomme einfach 30% mehr in den Orbit. Und das macht natürlich Sinn, wenn ich viel herstelle. Ja, ich will ja nicht viel herstellen, das dann ineffizient ist. Mhm. Nochmal, Beispiel deutsche Automobilindustrie. Das ist das beste Beispiel. Alles, was da produziert wird, ist kostengünstig und extrem leistungseffizient. Leistungsdichten extrem hoch. Genau da muss ich hin. Die Hauptkomponenten der Triebwerke kommen aus dem 3D-Drucker. Die Legierung für die Brennkammer und den Düsenhals hat die Rocket Factory Augsburg selbst entwickelt. Der 3D-Druck ist immer dann mega cool, wenn ich es schaffe, ein Material zu erzeugen oder herzustellen, das es traditionell nicht gibt. Und die Möglichkeit hat man mit 3D-Druck, weil die einzelnen Körner sehr klein sind und ich kann mir jetzt im Endeffekt Materialien ausdenken, die traditionell einfach nicht herstellbar sind. Mhm. Und genau das haben wir bei unserer Kupferlegierung ausgenutzt. Und klar, wenn man 2021 über Raumfahrt spricht, der Elefant im Raum, ja, da muss man das Thema Wiederverwendung natürlich auch ansprechen. Sagen wir mal so, Landing Legs, Falcon 9, mega cool, aber es gibt kostengünstigere Methoden, das Ganze zu machen. Mhm. Wir halten uns den Joker momentan sehr nahe, wir kommunizieren das erstmal nicht. Ja, ich glaube, man bekommt ein ganz gutes Gefühl, was Stefan für ein cooler Dude ist. Obwohl die Rocket Factory an dem Tag vor der Abgabe für den Micro-Launcher-Wettbewerb stand, hat sich Stefan über eine Stunde Zeit für mein Interview genommen. Das gesamte Interview findest du in der Videobeschreibung. Es lohnt sich. Hast du da einen Favorit? Was ist so dein YouTube-Kanal? Oder? Ja, also ich schaue Sacred-Starter. Wow. Yay, richtige Antwort. Cool. Aber genug gequatscht, lass mal Raketen anfassen. Ein riesen Dankeschön geht hier an dieser Stelle an Ibrahim. Ibrahim ist der Head of Sales und Marketing in der Rocket Factory Augsburg und hat mir nach dem Micro-Launcher-Video
einfach eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob ich Bock habe, die Rocket Factory kennenzulernen. Na klar, hatte ich. Ich bin hier mit Ibrahim. Ibrahim hat mich eingeladen. Genau. Und Ibrahim zeigt mir jetzt die Rocket Factory. Genau. Herein in die gute Stube. Am geilsten war natürlich für mich, den Testtank der Oberstufe anfassen zu können. Genau, das kommt vielen wahrscheinlich sehr bekannt vor, vor allem mit dem SN11-Test, SN10-Test von SpaceX. Es ist im Grunde sehr ähnlich. Und zwar haben wir uns sehr früh entschieden, dass wir das aus Edelstahl machen möchten und nicht aus Carbon. Zum Carbon-Teil komme ich gleich. Edelstahl hat sehr viele Vorteile. Manche mögen sagen, oh, das gab es doch schon in den 60ern. Ja, aber diesen Stahl dieser Qualität hat man da auch nicht gefunden. Außerdem hatte man in den 60ern diese Ballontanks. Das heißt, die konnten strukturell nur, die konnten ihre strukturelle Integrität nur halten, wenn sie bedrückt waren. Das hält auch ohne Druck. Das heißt, ich kann den aufstellen und der kollabiert nicht. Der Grund, warum wir Stahl nehmen, hat wieder mit dem Low-Cost-Gedanken zu tun. Klar, Edelstahl kennen wir vom Starship von SpaceX, aber Kohlefaser ist ja doch eigentlich auch ganz cool, oder? Ich habe ja vorhin so ein bisschen über Carbon hergezogen. Das trifft nur auf bedrückte Kammern, bedrückte Vessels zu. Da, wo wir keinen inneren Druck haben, macht CFK, macht Carbon natürlich Sinn. Es ist leichter und in diesen Zwischenstufen, Interstages, da sind hauptsächlich Kabel verlegt, also Kabelbäume, Sachen vom Drucksystem, solche Sachen, die nicht unter Druck stehen, da macht das Sinn, wenn man das günstig herstellen kann. Und wir stellen das günstig her, indem wir Automotive-Grade Composite nehmen, also Material, was für den Autobau bestimmt ist und nicht für die Luftfahrt. Und jetzt ist die Frage, wie baut man eigentlich sowas oder wie testet man sowas? Das ist aus zwei großen Stahlplatten hergestellt, die man zusammenschweißt und dann bearbeitet. Wir haben uns sehr lang nach Großformaten umgesehen, wo man das aus einem Stück machen kann. Das macht aber wirtschaftlich keinen Sinn. Die Dome kaufen wir auf dem freien Markt. Die sind relativ günstig. Aber in dem Moment, in dem man sagt, man möchte es custom haben, man möchte es aus einem Großformat haben, dann muss man sich A, dieses Großformat von einem Stahlwerk kaufen und B, muss man dann die Verarbeitung ein bisschen verändern. Das heißt, man ist wieder aus diesem industriellen Setup weg und dann kostet es wieder extrem viel. Dann macht das wirtschaftlich wieder keinen Sinn. Was mich dann natürlich brennend interessiert hat, war, wie die Triebwerke entstehen. Das wiegt so ungefähr um die 5-6 Kilo. Und von der Größe her passt das perfekt in diese Pulverbettkammer rein. Das heißt, wir können alle Antriebsteile komplett in einer Kammer in einem 3D-Drucker drucken. Das Schöne am 3D-Drucken ist, wir kriegen schöne filigrane Strukturen hin, die sonst sehr arbeitsintensiv händisch gemacht werden muss. Das kriegen wir hier wunderbar automatisiert hin. Und der 3D-Druck macht sehr viel Sinn, wenn man Sachen entwickelt. Weil man baut ein Modell am Computer, liest das mit dem 3D-Drucker ein, druckt ein Bauteil und kann dann sofort testen. Und wenn man merkt, die Kühlkanäle sind zwar gut verlegt, aber ich habe während dem Testen irgendwo eine Konzentration an Hitze, dann ist es sehr einfach, man geht zurück ans CAD-Modell, verlegt die Kühlkanäle ein bisschen anders, druckt das aus und testet das. Man kann sehr viel simulieren, aber die Realität schaut manchmal doch ein bisschen anders aus. Deswegen führt kein Weg am Testen vorbei. Und durch einen 3D-Drucker kann man diese Iterationszyklen sehr schnell machen. So eine Brennkammer drucken wir an einem Tag. Wie groß so ein Triebwerk mal später ist, hat mir Ibrahim an einem Modell gezeigt, da die beiden Prototypen gerade in Schweden getestet werden. Das ist das Modell unseres Hauptstufenantriebs. Ein Biest mit gestufter Verbrennung, also eine Stage Combustion. Das ist unser Baby. Daran arbeiten wir gerade. Wir sind gerade mitten in einer Testkampagne, die seit Februar läuft in Schweden. Und da testen wir kaskadenartig Komponente über Komponente bis zum schlussendlichen Systemtest in den kommenden Wochen und Monaten. Und bis zum Ende des Jahres qualifizieren wir den Motor. Und dann ist der nächste Test, dass wir das nehmen und an den Tank festmachen. Sozusagen als komplettes Stage-Test, als Stufentest, wo dann die Propellants nicht aus externen Tanks kommen, sondern dass die Treibstoffe aus dem Treibstofftank gespeist werden. Und da geht es darum, um zu gucken, läuft das wie geplant, läuft das wie simuliert, wie schaut es aus mit den Drücken, können wir das wirklich so steuern, wie wir das möchten. Und das ist halt einfach testen. Wenn ich etwas in Augsburg oft gehört habe, dann Low Cost, Low Cost, Low Cost. Also Kostenoptimierung, wo geht.
Das Schöne an der Rocket Factory ist, wir arbeiten ja wirklich daran, dass alles Low-Cost ist. Und Low-Cost fängt nicht nur im Design an, sondern das geht über die ganze Operationsbandbreite, würde ich mal sagen. Wir haben zum Beispiel hier eine Vakuumkammer. Die haben wir gebraucht, erstanden. Kann man für ganz viel Geld neu kaufen. Kann man aber auch gut und günstig bekommen, grundreinigen und dann dementsprechend, wie man es braucht, ein bisschen aufpimpen, würde ich mal sagen. Low-Cost, Low-Cost, Low-Cost. Also Kostenoptimierung, wo geht. Ein Punkt, wie das erreicht werden soll, ist Standardteile zu benutzen und diese dann für den Einsatz im Weltraum frei zu testen. Die Sache ist, dass viele Sachen, die erhältlich sind, eigentlich overengineert sind. Das heißt, die haben eine viel größere Marge, wo sie arbeiten können, was zum Beispiel auch Vakuum angeht. Nichtsdestotrotz muss man das auch testen. Man kann nicht sagen, ah, das wird klappen und das bauen wir jetzt ein. Das müssen wir testen und das ist so das, was wir hier machen. Dass wir Teile, die es kommerziell erhältlich sind, dass Teile, die kommerziell erhältlich sind, dass wir das nehmen, je nach System, je nach Anwendungsfall ein bisschen verändern und dann testen. Wir kaufen keine Space-Rated-Komponenten, sondern wir machen das selber. Und dazu gehört halt auch ein Vakuumtest. Ja, ich glaube auch bei Ibrahim bekommt man ein gutes Gefühl, was er für ein lässiger, promovierter Chemiker ist. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, würde ich sagen. Auf jeden Fall, hat mich sehr gefreut. Ja, immer schön dreckig bleiben. Auch Ibrahim hat sich richtig viel Zeit für mich genommen. Wenn du den kompletten Fabrikrundgang sehen möchtest, dann verlinke ich den in der Infobox. Für mich war das ein richtig cooles Erlebnis und ich hoffe, dir hat die Rocket Factory Augsburg mit der Einladung genauso viel Freude gemacht wie mir. Als ich Ibrahim zum Abschied, da war die Kamera leider schon aus, gefragt habe, wie es ist für die Rocket Factory zu arbeiten, hat er gesagt, ja, ist halt Startup, ne? Also ich bin von morgens bis abends hier, aber dafür reißen wir auch richtig was. Das Ganze bringt halt mega Bock, so dass ich keinen einzigen Tag gearbeitet habe. Ich frage mal so ganz für einen Freund oder so, was erwartet ihr von Bewerbern, was müssen die mitbringen, damit die hier arbeiten dürfen? Ja, also das Allerwichtigste ist mal Motivation. Ja, also wenn du morgen anfangen willst bei uns, dann brauchst du uns kein CV mehr schicken. Yay, geil. Ja, Motivation ist das A und O. Ja, ich habe das in meiner Karriere am Anfang nicht so sehr verstanden, jetzt verstehe ich es besser. Es ist wichtig, was man studiert und es ist wichtig, wie gut die Noten sind. Es ist wichtig, wo man überall in seiner Karriere mal war, welche Stationen man abgearbeitet hat, aber im Endeffekt zählt die Motivation. Das ist immer noch das Hauptticket. Motivation is key. Was glaubst denn du? Klingt das Konzept vielversprechend? Wünschst du dir deutsche Raketenfirmen? Schreib mir doch einfach unter dem Video. Vielen, vielen Dank an die Rocket Factory Augsburg, dass ihr das möglich gemacht habt. Nicht nur, dass ich mich komplett frei in der Fabrik bewegen durfte, ich konnte ein tolles Interview mit dem Gründer führen und habe dann auch noch eine exklusive Fabrikführung bekommen. Was dem allen dann noch die Krone aufgesetzt hat. Ja, SpaceX SN11. Genau, der war am gleichen Tag wie die Fabrikeröffnung. Kein Problem, meint Ibrahim. Bau einfach dein Streaming-Equipment hier auf und mach deinen Livestream von hier. Der SN11-Start ist zwar gewaltig in die Hose gegangen, ebenso wie mein Livestream dazu, aber ja, das war schon extrem cool. Wenn es gut läuft, können wir ja in den nächsten Tagen dafür SN15 fliegen sehen. Da mache ich definitiv wieder einen Livestream aus gewohnter Umgebung. Ganz großes Dankeschön geht auch an die Community, besonders an Flo, Julia, Roman und Froni, die mich logistisch bei der ersten Senkrechtstarter-Dienstreise unterstützt haben. Und natürlich an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Das motiviert mich weiter, Zeit und Geld und Energie in diesen Channel zu stecken und euch die Raumfahrt näher zu bringen. Okay, jetzt aber zu der wichtigsten Frage. Mo, warum zum Teufel ist das Interview in Schwarz-Weiß? Machst du jetzt einen auf Film Noir oder Sin City für Arme? Ja, wie ich ja schon gesagt habe, war das für mich der erste Senkrechtstarter-Außeneinsatz, kurz ECA für Extracurricular Activity. Das heißt, ich musste mit einer großen Menge so noch nicht verwendetem Equipment in Augsburg anreisen und dann während des RFA-Tagesbetriebs spontan ja, da mein Ding machen. In dem Interview gab es eigentlich drei Kameras. Totale, Stefan Groß, Gegenschuss Moritz Groß. Als ich mich vor dem Interview in dem Raum eingerichtet hatte, waren die Belichtungsverhältnisse sehr gut. Siehe hier. Dann musste ich aus dem Raum für eine kurze Zeit raus, weil der Raum für ein Meeting gebraucht wurde. Und dann sollte es für das Interview relativ schnell gehen. Da jetzt aber die Rollos in dem Raum unten waren, war die Belichtungssituation eine komplett andere. Und ja, wegen der knappen Zeit habe ich die Kameras nicht noch einmal gecheckt. Resultat, die Kamera, die Stefan Groß zeigte, hatte einen Totalausfall. Und das Material der Totalen war eigentlich auch nicht mehr zu gebrauchen, weil viel, viel zu dunkel. Nur ein 10 Jahre alter Backup-Camcorder, der auf mich gerichtet war, der hat im Automatikmodus einigermaßen gute Bilder gemacht. Da im Interview die Stefan Großkammer wegen Überhitzung aufgegeben hatte, habe ich nach etwa der Hälfte des Interviews den Backup-Camcorder auf Stefan gerichtet.
Ja, du kannst dir vielleicht vorstellen, wie es mir ging, als ich in Hamburg angekommen bin und dann gesehen habe, dass 2/3 des Videomaterials aus dem Interview komplett Grütze sind. Nach einigen YouTube-Tutorials konnte ich aus der Totalen wenigstens ein bisschen was rausholen. Da aber die Farbinformationen in einem Video bei Unterbelichtung am meisten leiden, habe ich mich dann entschlossen, alles Material, was einigermaßen zu gebrauchen ist, in Schwarz-Weiß zu halten. Dadurch gibt es dann auch nicht so große optische Unterschiede zwischen den Kameras. Ja, und jetzt im Nachhinein, ach, gefällt mir die Optik eigentlich ganz gut. Also vielleicht drehe ich ja doch Sin City Augsburg. Wenn ich das nächste Mal runterfahre, nehme ich auf jeden Fall tonnenweise Kunstblut mit. Aktuell geht es ja wirklich senkrecht. Ich kann ja schon mal spoilern, dass mich das nächste Raketen-Startup zu sich eingeladen hat. Auch werde ich noch diesen April eines der größten Raumfahrtunternehmen in Europa besuchen. Wenn du das und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Bis nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.